Howdy ho, da sind wir wieder. Ja. Kämpfen wir. Hände weg, ihr gehört mir! Hast du Angst vor mir, Monster? Zack. Okay. Hier ist sonst auch nichts. Hier haben wir Fischis. Ah, eine Leiche. Hey, hey, hey. Von dein. Ja. Okay. Erstmal alles nachladen. Bei dem müssten wir jetzt voll sein, oder? Ein Tonband. Den macht uns jetzt mächtig Feuer unterm Hintern. Er will 80% unseres Gewinns und droht damit, uns an Ryan auszuliefern, wenn wir nicht mitspielen. Dieser Hurensohn. Sammy G meinte noch, dass er darüber nachdenkt, zur Polizei zu gehen, und am nächsten Tag wurde er in einem Sack im Wasser tot aufgefunden. Wir haben keine Wahl. Wenn wir bei Fontaine bleiben, enden wir am Galgen. Und wenn nicht, ergeht's uns wie Sammy G. Es muss noch einen anderen Weg geben. So. Hui. Das war ein schwerer. Safe. Dün, 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 dün. Der Waffen-Upgrade. Okay. Alles klar. Was graden wir denn ab? Die Automat wird nach dem Upgrade abgeschaltet. Ja, MG Schadenssteigerung. Wollen wir MG schießen? Magazingröße. Komm, bam. Schadenssteigerung der Pistole. Okay. Du hast es geschafft. Von jetzt an sollte es keinen Ärger mehr geben. Wir treffen uns weiter vorn. Schmugglerversteck. Jawohl. Ich mag diesen Hintergrund.
Okay. Ich bin direkt vor dem U-Boot-Dock. Aber ich komme nicht rein. Ich brauche deine Hilfe. Meine Familie ist keine 100 Meter mehr von mir entfernt. Warum steht hier? Ach, ich frag nicht. War doch richtig. Das ist ein Action-Foto. Hacken! Morgens, mittags, abends. Ich muss hacken. So. Dieses dumme Lied. Das geht mir einfach nicht mehr aus dem Kopf. Danke. Du bist jetzt mein. So. Wir sind alle hier runtergekommen, weil wir dachten, wir werden alle Glieder in Ryans großer Kette. Aber es hat sich herausgestellt, dass Ryans Kette aus Gold ist, während unsere Ketten Schlösser haben und dicke Eisenkugeln. Ihr residiert oben in Fort Frolic und bumst die schärfsten Mädels. Wir sitzen hier unten in diesem Loch und nehmen Fische aus. Fontaine verspricht uns, es wird besser. Tut so, als wäre er einer von uns, verstehst du? Als ob der einen Tag in seinem Leben gearbeitet hätte. Er sagt, wir treffen uns um 11 in der Baracke, wo der Fisch abgepackt wird. Ich gehe hin und bring noch ein paar Jungs mit. Hey, recht viel schlimmer kann's nicht mehr werden. Okay. Schalter oben im Überwachungsraum und lass mich rein. Ich finde, es ist an der Zeit, dass wir uns mal kennenlernen. Das ist U-Boot. Schön, du hattest deinen Spaß, aber genug ist genug. Wenn du diesen Knopf drückst, wirst du erfahren, was es heißt, mein Feind zu sein. Lutz und Söhne. Eine Vita Chamber. Na dann drücken wir mal den Knopf. Da ist ein Knopf. Es ist so dunkel hier drin. Wenn dein Freund nur nach oben schauen und dich sehen würde, vielleicht könntest du ihn warnen. Oder wenigstens irgendetwas tun. Außer nur tatenlos zuzusehen. Fleiße! Sie sind überall. Ich kann sie nicht aufhalten. Ja. Und mich zurückziehen. Hol meine Familie daraus. Wir treffen uns dann so schnell wie möglich wieder. Was war das für ein Splicer? Ein Spider.
So, ich brauche ganz dringend Munition. Was ist passiert? Hau ab, wenn du kannst! Raus da! Wir treffen uns woanders wieder! Ich habe halt fast kein Leben mehr. Das U-Boot! Nein! Sag ihnen, leb wohl! Du schleichst dich herein wie ein Attentäter und versuchst dann, dich aus dem Staub zu machen wie ein Dieb. Du bist kein Schnüffler von der CIA. Wer bist du? Deshalb bist du hier. Nun gut, es gibt zwei Möglichkeiten, mit einem Rätsel umzugehen. Man kann das Geheimnis aufdecken oder es beseitigen. Raus hier! Mach, dass du rauskommst! Ab nach Arcadia! Herrgott nochmal! Dieser irische Mistkerl hat mir einen Handel angeboten. Ich liefere Ihnen Fontaine ans Messer und ich bin ein freier Mensch, ganz einfach. Woher soll ich wissen, dass dieser Wichser nicht von Fontaine kommt? Woher soll ich wissen, dass sie nicht alle zu Fontaine gehören? Fontaine hat das Adam und jeder will es haben. Ryan hat nur eine große Klappe und einen schicken Anzug. Sogar hier unten sieht jeder Idiot, woher der Wind weht. Okay. Aber Fontaine ist tot. Da gehen sie wenigstens alle aus. Oder besser nicht alle, sondern nur ein Teil geht davon aus, dass Fontaine tot ist. Moira! Patrick! Das sieht Ryan ähnlich. Wartet, bis wir fast draußen sind und dann schlägt er zu. Wir finden diesen Dreckskerl. Wir finden ihn und dann reißen wir ihm das Herz aus dem Leib. Ich bin an diesen Ort gekommen, um das Unmögliche zu erbauen. Du aber bist gekommen, um zu stehlen, was du niemals selbst hättest erschaffen können. Ein Hunne, der staunend vor den Toren Rom steht. Sogar die Luft, die du atmest, hast du nur von mir geschnorrt. Nun denn, atme tief ein. Dann kannst du dich später vielleicht an ihren Geschmack erinnern. Geh zur Tauchkugel bei den Rolling Hills. Sie wird dich direkt in die Höhle des Löwen bringen. Dann werden alle Schulden vollständig beglichen. Stickstoffgranate. Warum hat man hier eine Stickstoffgranate? Tea Garden. Sieht ganz so aus, als würden einige armselige Gestalten schon anfangen, Gespenster zu sehen. Gespenster. Ryan hat gesagt, das sei eine Nebenwirkung der Plasmide. Die Erinnerungen des einen Schwachkopfs werden durch genetisches Sampling auf den anderen übertragen. Wassereinbruch, Geisteskranke, Rebellion und jetzt auch noch Gespenster. Ist das Leben in Rapture nicht einfach wunderbar? Schon, oder? Herr Gott, nochmal, ist da jemand? Sie sind überall! Houdini-Spleißer, was sind Houdini-Spleißer? Houdini.
Komm hierher. Was für einen Abend ich vorbereitet habe. Alles ist bereit. Blumen, eine Flasche Wein, sogar zwei Karten für den Teegarten. Nichts bringt die Miezen mehr in Stimmung als eine Nacht in Arcadia. Jetzt muss ich bloß noch beim Thrifty Care vorbeischauen und ein Medipack abholen. Nur zur Sicherheit. Man sagt, Angelina sei nicht zum ersten Mal im Teegarten. Das Verfahren zur Vermehrung ist ein Erfolg. Die Schnecken allein konnten nicht genug Adam für unsere Zwecke produzieren. Doch in Zusammenarbeit mit dem Wirt, da sieht es schon viel besser aus. Die Schnecke wird in die Magenschleimhaut des Wirts implantiert. Durch die Verwertung der wieder ausgewirkten Nahrung des Wirts ist die Adam-Ausbeute 20 oder 30 Mal so hoch wie vorher. Das Problem ist jetzt, dass es zu wenig Wirte gibt. Fontaine sagt, nur Geduld, Tannenbaum. Bald wird das erste Heim für Little Sisters eröffnet. Damit ist das Problem schon gelöst. Okay, und mit diesen Worten verabschieden wir uns. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, tschüss.